Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Nach fast 3 Monaten hat Polen seine wegen der Corona-Pandemie geschlossenen Grenzen zu den EU-Nachbarländern wieder geöffnet. Auch die Fieberkontrollen und die Quarantänepflicht für Einreisende aus der EU fallen seit der vergangenen Nacht weg. Die Grenzen zur Ukraine, zu Belarus und zur russischen Exklave Kaliningrad bleiben dagegen zunächst geschlossen. An der deutsch-polnischen Grenze wurde die Öffnung freudig begrüßt. Mitternacht an der deutsch-polnischen Grenze. Szenen, die ein wenig an den Fall der Berliner Mauer erinnern. Dabei wird nur der Grenzübergang zwischen Frankfurt-Oder und Slubice wiedereröffnet. Nach knapp 3 Monaten Grenzsperrung wegen Corona ist die Doppelstadt wieder vereint. Für einen Moment vergessen die Bürgermeister der beiden Städte sogar, dass eigentlich gerade eine Pandemie umgeht. Die Nacht zeigt, wie nah viele Deutsche und Polen sich, besonders in den Grenzregionen, in den vergangenen Jahren gekommen sind. Mir wird jetzt noch mal so richtig bewusst, dass hier was passiert ist, was so unvorstellbar ist und was lange Zeit auch völlig undenkbar war. Und jetzt kommen wir hoffentlich wieder zu einer Normalität als Doppelstadt zurück. Und das ist ein schöner Moment. Manche haben es besonders eilig, die wichtigsten Besorgungen noch in der Nacht zu erledigen. Was wollen Sie jetzt drüben machen? Zigaretten kaufen. Ja. Ja. Was wollen Sie jetzt machen noch in Polen? Tanken. Ja. Auch zwischen dem sächsischen Görlitz und dem polnischen Skorzelec herrschen um Mitternacht Jubel und Andrang. Mit Bolzenschneidern wird hier die Trennung überwunden. Gefeiert wird auch in Mecklenburg-Vorpommern am Grenzübergang Linken. Viele nutzen den Tag danach zum Einkaufsbummel in Polen und um Freunde und Verwandte wiederzutreffen. Und zwischen Frankfurt-Oder und Slubice scheint am Mittag alles fast schon wieder so zu sein wie vor Corona. Und viele wünschen sich, dass das auch so bleibt. Ich hoffe, es kommt nie wieder. Aber diese 2 Gemeinden auf beiden Seiten der Grenze der Oder, dass wir immer durch dürfen. Noch nicht normalisiert hat sich allerdings der Zugverkehr. Die Direktverbindung Berlin-Warschau ist weiterhin ausgesetzt. Thüringen hat als erstes Bundesland seine Kontaktbeschränkungen wegen der Corona-Krise beendet. Jetzt gelten noch Empfehlungen, sich nur mit Angehörigen eines weiteren Haushalts oder mit maximal 10 Menschen zu treffen. Die Abstands- und Hygieneregeln bleiben aber bestehen. Brandenburg will vom kommenden Montag an ähnlich verfahren. In vielen anderen Bundesländern gelten die Kontaktbeschränkungen dagegen noch bis mindestens Ende Juni. Erstmals seit Wochen erlebt Peking wieder einen größeren Ausbruch des Coronavirus. Auf dem Großmarkt der chinesischen Hauptstadt wurden bei 500 Tests bisher 45 Infektionen entdeckt. Im Umfeld des Marktes riegelten die Behörden 11 Wohnviertel ab. Außerdem schlossen Grundschulen und Kindertagesstätten. Insgesamt sollen nun bis zu 10.000 Händler und Mitarbeiter des Marktes getestet werden. Ein Ausbruch, der China überrascht. Und wieder steht ein Großmarkt im Fokus. Diesmal in der Hauptstadt, hier im Stadtbezirk Fengtai. 2 Monate lang offiziell keine lokal übertragenen Covid-19-Infektionen in Peking. Aber dann am Donnerstag doch wieder ein Fall. Ein Besucher der Fleisch- und Fischabteilung des Großmarktes Xin Fa Di. Pekings Hauptumschlagplatz für Obst und Gemüse. Am Freitag 6 weitere Infizierte, fast alle mit Verbindungen hierher. Nach den ersten Massentests heute die Nachricht, auch mindestens 45 Beschäftigte ohne Symptome haben das Virus. Insgesamt sollen nun 10.000 Arbeiter und Händler einen Test machen. Der Fengtai-Distrikt hat sofort einen kriegsähnlichen Mechanismus in Gang gesetzt und einen Krisenstab vor Ort gebildet, um den Xin Fa Di Großmarkt und die angrenzenden Gebiete abzuschotten. Die Gesundheit und Sicherheit der Menschen hat absolute Priorität. Das Virus befand sich offenbar auch auf Schneidebrettern, auf denen Lachs verarbeitet wird. Große Supermarktketten nahmen daraufhin sämtliche Lachsprodukte aus ihrem Sortiment. 11 Wohngebiete sind inzwischen abgeriegelt, 9 Kindergärten und Schulen geschlossen. Etwa 2 Millionen Menschen leben in dem betroffenen Stadtbezirk. Als ich die Nachrichten gesehen habe, bin ich erst in Panik geraten. Aber dann habe ich mich beruhigt und mir gesagt, die riegeln jetzt alles ab. Ich glaube nicht, dass das ein großer Ausbruch wird.
Generalstabsmäßige Einsatzpläne in der Hauptstadt. Gerade hier möchte die Parteiführung eine zweite Welle mit Infektionen unbedingt verhindern. In Frankfurt am Main sind die Ergebnisse einer umfangreichen Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch im Bistum Limburg vorgestellt worden. Betroffene, Wissenschaftler und Kirchenvertreter machen darin zahlreiche Vorschläge, wie sexualisierte Gewalt und Machtmissbrauch künftig verhindert werden können. Der Limburger Bischof Betzing, der die Studie in Auftrag gegeben hatte, will die Maßnahmen umsetzen. Vor der Kirche liege nun ein schmerzlicher Weg, sagte er. Es lässt ihn nicht los. Als 10-jähriger Messdiener wurde Martin Schmitz viele Male von einem katholischen Kaplan vergewaltigt. Das habe sein Leben geprägt und viel bei ihm zerstört. Schlafstörungen, Krampfanfälle, Depressionen bis hin zu Suizidversuchen begleiten mein Leben. Viele Jahrzehnte Zeit und viele Jahre der Therapie waren nötig, bevor ich über das Erlebte reden konnte. Bevor ich überhaupt Worte hatte für das, was geschehen war. Bischof Betzing hatte das Projekt bei externen Fachleuten mit in Auftrag gegeben, um 46 Missbrauchsfällen im Bistum Limburg in mehr als 70 Jahren nachzugehen und künftig weitere sexuelle Gewalt dort zu verhindern. Es hat uns doch gezeigt, die Studie und jetzt auch unser Projekt, dass vieles in den Strukturen von Kirche auch begünstigend ist. Und diese Faktoren, die müssen wir verändern und da werden wir etwas verändern. Im Bistum Limburg sei das Ausmaß von Ignoranz und fehlender Sensibilität groß gewesen, so die Experten in ihrem Abschlussbericht. Es hat lange gedauert, bis die Kirche damit angefangen hat, die Betroffenen deutlicher ins Blickfeld zu rücken. Hier besteht ein gesteigerter Aufarbeitungsbereich. Gut 60 Maßnahmen wie eine neue Beschwerdestelle und ein Ansprechpartner für Kinder sollen jetzt weiteren Missbrauch verhindern. Das hofft auch Martin Schmitz. Er will den Reformen im Bistum eine Chance geben. US-Präsident Trump hat den Einsatz der Nationalgarde bei den Antirassismus-Protesten in den USA verteidigt. Bei einer Abschlussfeier an der berühmten US-Militärakademie in West Point sagte er, die Nationalgarde habe Sicherheit und Rechtsstaatlichkeit auf den Straßen garantiert. Der Termin in West Point war auf Trumps ausdrücklichen Wunsch zustande gekommen. Nicht nur der oberkommandierende Donald Trump wurde extra eingeflogen, auch 1100 Kadetten der Militärakademie West Point wurden eigens einbestellt. Trump will sein Verhältnis zum Militär verbessern und rief die Kadetten zur Einheit auf. From every race. Ihr kommt von jeder Rasse, Religion, Farbe und Glauben. Als ihr hierher kamt, wurdet ihr zu einem Team, zu einer Familie. One family. Die Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt hatte Präsident Trump bislang verurteilt. Er verteidigte die Arbeit der Polizei und distanzierte sich zumindest teilweise von der Polizeitechnik des Würgegriffs. Es wäre eine gute Sache, wenn das beendet würde. Seit dem Beginn der Demonstrationen ist Trump in Umfragen weit hinter seinen Herausforderer Joe Biden zurückgefallen. Im Fall der Niederlage will er das Weiße Haus räumen. Wenn ich nicht gewinne, dann gewinne ich eben nicht und mache was anderes. Das wäre traurig für unser Land. Das Militär solle die Institutionen in turbulenten Zeiten verteidigen. Auch das sagte der Präsident heute. Präsident Trump versucht, die Deutungshoheit zurückzugewinnen. 5 Monate vor der Wahl beginnt er mit dem Wahlkampf. Seine erste Veranstaltung in Oklahoma musste er auf massiven Druck aus den eigenen Reihen um einen Tag verschieben. Er hatte sie ausgerechnet auf den Tag gelegt, der das Ende der Sklaverei markiert. In mehreren europäischen Städten haben auch heute zahlreiche Menschen gegen Polizeigewalt und Rassismus protestiert. Die größten Demonstrationen gab es in London und Paris. In der französischen Hauptstadt folgten mehrere tausend Menschen einem Protestaufruf. Die Polizei setzte wegen des Verstoßes gegen die Corona-Auflagen Tränengas ein. In London kam es zu Auseinandersetzungen zwischen Antirassismus-Demonstranten und Rechtsextremen. Diese hatten sich in der Nähe des Parlaments versammelt, nach eigener Aussage, um dort Statuen und Denkmäler vor möglichem Vandalismus zu schützen.
Auf Schloss Windsor ist heute der 94. Geburtstag von Königin Elisabeth II. Gefeiert worden. Wegen der Corona-Pandemie allerdings deutlich kleiner als üblich. Mitglieder der Welsh Guards marschierten auf, Gäste und Zuschauer waren nicht dabei. Die Queen hatte bereits im April Geburtstag. Eine große Militärparade zu ihren Ehren findet aber traditionell im Juni statt, wenn das Wetter besser ist. Im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga hat Fortuna Düsseldorf durch eine 0:1-Niederlage gegen Dortmund einen Rückschlag einstecken müssen. Werder Bremen dagegen kann nach einem 5:1 über Paderborn wieder Hoffnung schöpfen. Wirklich alles im grünen Bereich für die Bremer, die zwar zunächst einen Elfmeter durch Rashica vergaben, aber ansonsten gegen die Paderborner in den schwarz-blauen Trikots voll überzeugten. Werders Führung nach 20 Minuten, Klaassen der Torschütze. Auch danach die Paderborner mit schlechter Verteidigung, die Folge das 0:2 von Osako. Noch vor der Pause unternahm Werder noch mehr fürs Torverhältnis, der dritte Bremer Treffer, erneut Davy Klaassen. Nach der Halbzeit bei starkem Regen die Bremer weiter mit konzentrierter Chancenverwertung. Nach einer Stunde Maximilian Eggestein mit dem 0:4. Werder so konsequent wie lange nicht. Ausnahme die 67. Minute, als Sabiri für Paderborn kurzzeitig verkürzen konnte. In der Nachspielzeit der nach einem auskurierten Kreuzbandriss erstmals wieder eingesetzte Niklas Füllkrug mit dem 5:1 für Werder. Bremen siegt in Paderborn. Durch ein spätes Kopfballtor des eingewechselten Erling Haaland siegte Borussia Dortmund mit 1:0 bei Fortuna Düsseldorf. In einer lange Zeit müden Partie vergab Ashraf Hakimi für die in Gelb-Schwarz spielenden Dortmunder die größte Gelegenheit der ersten Hälfte. Kastenmeier parierte für die Fortuna. Nach der Pause wurde die Partie wesentlich lebhafter. Zunächst wurde Dortmund hier ein Guerrero-Treffer nach vermeintlichem Handspiel mit dem Oberarm aberkannt. Eine umstrittene Entscheidung. Anschließend hatte Fortunas Joker Steven Skripski gleich zwei gute Möglichkeiten. Erst in der 82. Minute und schließlich, als sich schon alle mit dem Unentschieden abgefunden zu haben schienen, in der 90. Spielminute der nächste Pfostentreffer. Es folgte der letzte Angriff der Partie in der Nachspielzeit und die Entscheidung durch Erling Haaland. Nach dem Bayern-Spiel musste der Norweger mit Knieproblemen pausieren. Heute folgte die Rückkehr mit diesem spektakulären Siegtor. Erling Haalands erstes Kopfballtor in der Bundesliga verschärft damit Düsseldorfs Situation im Abstiegskampf. Die weiteren Ergebnisse: Wolfsburg-Freiburg 2:2, Köln-Union Berlin 1:2, Hertha BSC Frankfurt 1:4. Im Abendspiel zwischen München und Mönchengladbach steht es kurz vor Schluss 1:1. Bereits gestern gewann Leipzig in Hoffenheim mit 2:0. Morgen spielt Mainz gegen Augsburg und Schalke trifft auf Leverkusen. Die Tabelle: München an der Spitze vor Dortmund, Leipzig auf Rang 3, dann Mönchengladbach, Leverkusen und Wolfsburg. Hertha BSC auf Platz 10, es folgen Schalke, Köln und Union Berlin. In der Abstiegszone Düsseldorf vor Bremen und Schlusslicht Paderborn. Die Lottozahlen: 14, 20, 36, 38, 41, 43, Superzahl 5. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 14. Juni. Aktuell muss im Osten und Norden mit schweren Unwettern gerechnet werden. Es gelten entsprechende Warnungen des Deutschen Wetterdienstes. Der Grund? In der Tiefdruckzone sammelt sich energiereiche, schwüle Luft. In der Nacht gibt es zwei Unwetterschwerpunkte. Einerseits der Norden und die Mitte, andererseits der Süden Baden-Württembergs und Bayerns. Schwerpunkt am Tag ein Korridor von Franken und Sachsen bis nach Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. In der Nacht 19 bis 10 Grad, am Tag 14 Grad an den Alpen und 27 Grad in Brandenburg. Die Aussichten. Auch am Montag regnet es vom Nordwesten bis in den Südosten, zum Teil kräftig und längere Zeit, dazu örtlich Gewitter. Im Nordosten ist es sonnig. Am Dienstag und am Mittwoch liegt Norddeutschland auf der sonnigeren Seite, ansonsten bleibt es wechselhaft mit Schauern und Gewittern. Um 23.15 Uhr hat Pina Atalay diese Tagesthemen für Sie. Sturm auf die Denkmäler, die Rassismusdebatte in Großbritannien und Karatkonzert im Hotel. Rocken für die notleidende Veranstaltungsbranche. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.